Und zu der Geschichte gerade. Wo kriegt man eine größere Sandquelle her als aus der Sanduhr? Ich kümmere mich um den Eintritt. Daher. Daher konnten wir auch die ganze Geschichte zurückspulen. Ich habe nur leider überhaupt keinen Plan, wie ich den hier besiegen soll. Ich habe echt überhaupt keinen Plan. Was für ein Zauber ist das? Hört auf damit! Prinzessin, er kam, um euch zu entführen. Ihr traut ihm noch nicht. Er wird euch betrügen. Alles wird geschehen, wie ich es vorhersagte. Wie einfallsreich. Vergesst nicht, er ist ein persischer Soldat. Ich habe euch die Wahrheit erzählt. Es ist geschehen. Ich meine, es wird geschehen. Gott, was soll ich mit ihm machen? Kacke, der regt gerade ja ein bisschen auf. Ich fall ihn gleich hier irgendwie festklemme. Und da ihm das irgendwie überhaupt nichts ausmacht. Ach, und er hier hat ein Schild. Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich hier mit dem kämpfen muss. Und wegen Skype tut mir echt leid. Tut mir echt leid weh, aber Gott, was muss ich machen? Ja, okay, bei ihm kann ich nichts machen, bei den komischen Kauz. Was ich mit dem komischen Kauz hier anrichten muss, weiß ich auch nicht. Kacke! Au. Gott, Bullshit! Ich hab echt keinen Plan, was ich tun soll! Das ist schrecklich! Ich hab grad ein paar Treffer gelandet, scheint mir. Und ein Frame Drop! Bullshit! So, jetzt habe ich die Frames gerade wieder gefangen. Komm, komm, hol aus. Ach, verdammt, falsche Richtung. Verdammt. Kacke! Eure Ausführungen sind sehr amüsant. Matrude vate mampahi. Hinter mir. Ich muss ihn zu meinem Vater bringen. Er möge urteilen. Na komm, und jetzt mache ich ihn platt. Visier, ich befahl aufzuhören. Verweigert ihr den Gehorsam? Ich habe schon so lange die Befehle eines greisen Narren und eines Kindes befolgt. Euer Vater war in der Jugend ein großer Krieger. Zumindest sollte das die Welt glauben. Eine Schande, dass ein Sohn nicht nach ihm kommt. Vielleicht sind sich Vater und Sohn doch ähnlich. Es scheint, als teilten sie die Vorliebe für Raub und Plünderung. Spar dir deinen Atem. Das bisschen, was du noch hast. Ach Gott! Ich kümmere mich um den Eindringling. Wir haben falschen Gegner anvisiert. Machen wir mal wieder ein bisschen mehr in den Raum. Und Frame Drop! Bullshit! Da
ist mir gerade das Spiel abgestürzt. Ich könnte fluchen wie der Henker bei der Mahlzeit. Tut mir echt leid, ich hasse meinen Rechner manchmal. Es ist eine wahre Wonne. Ja, leck mich, du scheiß Dingenskirchens. Ich hab da momentan irgendwie sowas drauf, was ich nicht deinstallieren kann. Und das stört mich momentan wie sonst was. Der beende ich jetzt mal eben mit dem Task Manager, ein bisschen Bullshit. Gott, Herr im Himmel. Und hoffe, dass ich gleich wieder ins Spiel springen kann. Wenn nein, dann haben wir ein großes Problem, weil dann muss ich den meisten Bullshit nochmal machen. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt ein bisschen was gesaved habe. So, und ich versuche gleich nochmal reinzukommen. Und ich schreibe noch eben bei Skype, damit ich beim Bescheid was. Nehme gerade auf. Melde mich danach. So. Problem ist gemeldet. Das Ding, also Problem ist gemeldet. Ich gucke jetzt einfach, ob ich ins Spiel reinkomme. Mal aus Besthofen und. Ja, aber Fraps läuft nicht. Jetzt läuft Fraps. Und ich verfange mich an meinen Kopfhörer. Und geblockt, yay! So, jetzt muss ich nur wieder Schlag, blocken, abgewehrt und drauf. Das war jetzt ein bisschen, um nachzugucken, ob das wieder synchron ist. Das gute Stimmspürchlein. Ihr wisst ja, dass ich mit Outer City die Stimme aufnehme. Komm. Ach Gott, jetzt hat man mir gerade geantwortet. Vorsicht! Überanstreng dich nicht! Matrute Vahe Mampari! Na komm, dich hab ich! Na komm, dich mach ich platt noch, Digga! Na toll, da habe ich jetzt gerade die perfekte Möglichkeit zum Draufsemmeln verpasst! Ah, ich habe auf jeden Fall die Prinzessin gerade wieder gefunden. Die habe ich vorhin gesucht und nicht gesehen, deswegen. Und draufsammeln? Nein, geht nicht. Gut, und jetzt draufsammeln. Ah, verdammt. Ah, ich hasse es, wenn er sich nochmal neu justiert. Na komm nicht, mach ich noch. Scheiße, der hat immer noch ein Schild aktiv. Jetzt nicht. Yeah! Und so endet es. Was wird der Maharaja fühlen, wenn die eigene Tochter vom Sohn seines Feindes erschlagen wurde? Wünscht ihr, dass ich der Prinzessin etwas ausrichte? Bevor ich sie töte, vielleicht ein paar Worte der Liebe? Nehmt dies. Bringt es zurück in die Schatzkammer eures Vaters. Bewacht es gut. Ich schulde euch Dank. Aber warum habt ihr so eine unglaubliche Geschichte erfunden? Haltet ihr mich für ein Kind, das solch einen Unsinn glaubt? Ich sagte, ich schulde euch Dank. Ihr verlangt zu viel. Geschichte erfunden. Haltet ihr mich für ein Kind, das solch einen Unsinn glaubt? Ihr habt recht. Es war nur ein Märchen. Wartet. Ich kenne nicht mal euren Namen. Nennt mich einfach Kakolukiam.
der Hammer. Und damit haben wir jetzt den Abspann, den ich leider musiktechnisch wieder überquatschen muss. Und das, obwohl ich gerade noch ein bisschen gerührt bin wegen dem Prinzen, wie er sich doch noch gewandelt hat. Und jetzt ist, also das war Prince of Persia, The Sands of Time. Sands of Time ohne Satz. Danke, dass ihr mit mir das Spiel hier gespielt habt, sag ich mal so. Jetzt haben wir gemeinsam diesen... Gott, verdammt Mikro, kipp nicht um. So, Mikro steht wieder. Danke, dass ihr mit mir gemeinsam dieses Spiel genossen habt. Ich persönlich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich kenne das Spiel aus den Geschichten und aus dem Walkthrough, was ich mir vor Ewigkeiten mal angesehen habe, als ich 12 war. Jetzt bin ich 18, das ist also 6 Jahre her. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie man das Spiel spielt und worum es ging. Und das Walkthrough war auch noch auf Englisch und damals war mein Englischkenntnis noch schlechter als jetzt. Und meine sind jetzt immer noch nicht perfekt, hat man ja durch Nightmares, aber egal. Fest steht es nur, jetzt die Geschichte zu hören, zu verstehen und mal mitzubekommen, worum es geht, nachdem man persönlich Wario Within und Two Thrones gespielt hat, ist das einfach der Hammer. Und ich bitte euch, behaltet Farrah im Kopf, vergesst nicht, wie sie hier aufeinander zugekommen sind. Jetzt im neuen Spiel, Forgotten Sands, ich warne vor, das ist absoluter Schwachsinn zu der Trilogie. Ich bin am überlegen, ob ich das vielleicht nicht aussetze oder im Nachhinein reinschmeiße. Weil das kann man einfach nicht machen nach der Geschichte, die ich jetzt gesehen habe. Ich mache jetzt Forgotten Sands. Aber ich bitte euch, vergesst diese Geschichte nicht. Bitte. Ich werde auch in Forgotten Sands hoffentlich persönlich dran denken, dass ich hier häufiger mal nochmal auf das Spiel zurückkomme. Weil, einfach besonders. Und dann werde ich auch noch in Wario Within wieder zurückkommen auf die Sanduhr, den Dolch und was weiß ich nicht noch alles. Und Two Thrones schließt ja perfekt im Anschluss zu Wario Within an. Und das ist der absolute Hammer, weil da verpasst man auch nichts. Das Problem ist ja, dass das Spiel Forgotten Sands ja aufgetaucht ist. Da haben jeder Fan sich gefragt, was passiert zwischen diesem Sunny Boy und dem Wario Within Prinzen, den ihr auch noch kennenlernen werdet. Weil der ist einfach so düster und so richtig episch geil und hat auch einen guten Synchronsprecher bekommen. Wer Batman kennt, der weiß, welchen Synchronsprecher ich meine. Ja, also ist es nicht der Batman-Schauspieler, sondern der Synchronsprecher von Christian Bale ist der Synchronsprecher auch für den Prinzen. In den nächsten, also in den letzten zwei Teilen, die ich kenne, bei... Forgotten Sands kenne ich es nicht. Und ich muss halt diesen scheiß Abspann überquatschen wegen der geilen Musik. Ich empfehle euch nochmals. Schon wieder eine Empfehlung. Also Empfehlung, erstmal die Prince of Persia Reihe ist der Hammer. Abgesehen von Forgotten Sands und der andere Bullshit, der erschienen ist. Die drei guten Spiele. Sands of Time, Wario Within und Two Thrones. Dies sind die drei epischsten Spiele, die Trilogie, die offiziell auch als Trilogie mal erschienen ist. Forgotten Sands, das alles gehört eigentlich nicht dazu. Sind nochmal nachgekommen als Versuch für Geldmacherei. Deswegen hole ich mir das Forgotten Sands ja von Lupo. Den, der lädt es mir eben für die Zeit, wo ich es let's playe. Mehr aber auch nicht. Ich nutze dementsprechend leider auch seinen Uplay-Account. Demnach nicht wundern. Egal. Auf jeden Fall feststeht, das Spiel hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Die Musik ist unglaublich toll. Auf Tastatur und Maus empfehle ich dieses Spiel allerdings nicht. Ich habe es mal privat ausprobiert und es... Oh, die Hölle! Gott, man kommt überhaupt nicht mehr mit. Also ich empfehle für das Spiel echt ein Gamepad, wer die Möglichkeit hat. Da empfehle ich dann auch nochmal eine Empfehlung. What the fuck? Computerfachhandel und Mediamarkt, die haben billige und gute. Ich habe mir auch so ein No-Name-Produkt geholt von... Thrustmaster Dual Analog 4. Also hat auch Xbox 360 Design, finde ich persönlich schöner in der Hand als PlayStation 2, 3, whatever. Vor allem auch wegen des zweiten Control Sticks und dem ersten Control Stick und bla bla bla. Ich mag so einen Control Stick zum Gehen mehr und für die Kamera ist er auch toll und zum Gehen so ein Steuerkreuz ist nicht so der Knüller. Und das war's.
Doch, The Sands of Time. Bullshit! Ich merke mir das nie. Ich wiederhole es nochmal. Danke, dass ich das Spiel mit euch genießen durfte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und allein die Story hier aus diesem Teil ist jetzt schon der absolute Oberhammer. So von wegen... Alleine wie er hier Farrah kennenlernt, mit dem Maharaja, mit dem Kalifen, wie ich ihn jetzt mal nenne, hier den komischen Typ mit dem Stab, der Balkon, und jetzt versteht man auch endlich hier dieses schöne Hintergrundbild. Und wie er es ihr nochmal erklärt hat und wie sie es weiß, allein durch die Nutzung des Wortes Kakalukiam. Es ist auch einfach so eine schöne Liebesgeschichte nebenbei bemerkt. Das Spiel ist einfach durch und durch, allein das Spiel hier hat einfach durch und durch eine geile Story. Och Gott, ich liebe das Game! Persönlich werde ich es vielleicht noch ein paar Mal durchspielen, einfach nur um die Geschichte nochmal mitzuerleben oder mir mein eigenes Let's Play reinziehen. Habe ich ja auf der Festplatte. Also kann ich ja machen. Auf jeden Fall, es ist einfach toll und ich kann es jedem nur echt ans Herz legen. Let's Play gucken macht Fun und ist toll. Ich weiß, ich gucke mir ja selber Let's Plays an. Aber ich empfehle echt nochmal, es ist immer wieder ein anderes Spielverhältnis, wenn man, also ein anderes Spielerlebnis, das selber spielen, weil dann kann man auch selbst die Musik genießen, wie die Musik aufs Spiel wirkt. Ist einfach was komplett anderes, weil ich muss das jetzt überquatschen wie der verfuckten Gamer. Gamer. Ich bin der Gamer und die Gamer stört den Gamer. Ich hasse das Drecksteil. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß hiermit und ich versuche so schnell wie möglich an Forgotten Sands ranzukommen, um das auch direkt hier nachzuschmettern. Weil es muss einfach bam, 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 bam. Ne? Übrigens, Forgotten Sands ist zeittechnisch, das sage ich jetzt schon mal, wird zeittechnisch genau zu denselben Zeiten erscheinen wie dieses Prince of Persia, also von montags bis donnerstags, immer um 16 Uhr. Das ist die Forgotten Sands Zeit. Da werde ich auch wieder mit meinem Gamepad dran gehen und mit demselben Equipment wie jetzt gerade. Das ist einfach das Beste momentan, was ich habe. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ihr auch nur ein Drittel so viel Spaß habt wie ich, dann hattet ihr trotzdem unglaublich viel Spaß. Abgesehen von den Stellen, wo ich tausendmal verreckt bin und dann auch geflucht habe wie Sau. Ich hoffe auch, ihr fandet die Cold Mirror Beiträge nicht zu übertrieben. Also ich glaube, das waren ein oder zwei. Ja, zwei Cold Mirror Beiträge waren das. Und ich hoffe, ihr fandet die nicht übertrieben. Ich fand sie super wegen... Naja, ich mag auch die Fresh Needle-Lieder von ihr. Die sind auch der Hammer. Das ist wieder so ein YouTuber... YouTuberin in dem Fall, die ich gerne sehe, aber egal. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wiederhole mich schon zum 10.000. Mal, weil ich einfach so viel Fun an diesem verfluchten Game habe, was selten ist. Oh. Nochmals zum 5.000. Mal, danke, dass ich es mit euch genießen durfte. Danke, danke, danke. Aber jetzt reicht's auch langsam mal. Ich muss ja schon die Maus wieder bewegen, weil ich so hektisch bin. So falsch. Scheiße, geil, ach kack, ich kann schon gar nicht mehr reden, so voller Freude bin ich, dass ich jetzt die Prince of Persia durch habe und mich direkt an den nächsten Teil setzen kann, denn Warrior Within ist zugegebenermaßen immer noch mein Lieblingsteil. Forgotten Sands, da habe ich ab und zu mal einen Trailer gesehen und ich fand die scheiße. Allein auch die Bilder, die ich, Gameplay-Bilder, die ich gesehen habe, die Trailer-Bilder, die ich gesehen habe, das ist einfach durch und durch kein gutes Spiel. Bei Lupo habe ich auch ein, zwei Mal über die Schulter geguckt und dachte mir auch, oh mein Gott, was soll der Kack denn? Und dann kommt Warrior Within. Warrior Within, das verspreche ich euch jetzt schon. Ich werde suchen, ob ich ein paar Trailer finde und die werde ich dann auch als Trailer für Warrior Within hochladen. Werde ich mir erlauben. Ich mache vielleicht sogar, nachdem ich mit dem kompletten Prince of Persia durch bin, nochmal eine gesamte Storyline-Erzählung und bla bla bla, was hat der Henker nicht alles gesehen, mit Trailern und was weiß ich noch was. Das ist aber noch alles in Planung, wirst dann auch um Überraschungen, also jetzt nicht drauf achten. Und ich glaube, ich genieße das hier nochmal ein bisschen im Hintergrund und sag euch auf Wiedersehen, bye bye, macht's gut und angenehmen Tag noch und ich hoffe, ihr hattet echt so viel Spaß wie ich. Also... Selber holen, selber zocken, ist ein altes Spiel, also läuft auch auf den schlechteren Rechnern, wie auf meinem. Und, naja, es läuft wunderbar, auch mit flüssig, abgesehen von ab und zu mal ein Framedrop, aber ist kein Ding. Vielleicht auch daran liegen, dass meine externe Festplatte bald wieder voll ist, weil ich in letzter Zeit ein bisschen mehr aufgenommen habe. In dem Sinne, reingeschauen, reingehauen,
Verdammt, das ist nicht mein Spruch. Ich überlege mir gerade einen Spruch. Nee, habe ich noch keinen. Ich habe noch keinen eigenen Jingle, Slogan, whatever. Bis denne. Bye, bye. Euer Feldo. Ich bin raus. Und... Ach, bitte, was ich... Nee, kann ich nicht machen. Gamer, verflucht. Hätte ich gesagt, ach, genießt doch mal hier ein bisschen das Bild. Hattet ihr aber jetzt lang genug, so lange ich gequatscht habe. Also ihr kennt das Bild hier. Selber holen, selber gucken, macht mehr Spaß. Bye, bye. Obwohl, gibt's hier nochmal... Ne, hier habe ich die Credits, gespeicherte Spielspiele und starten Optionen. Ne, der gibt's nicht. Ich kann doch noch Profil ändern. Test oder Feldo? Ne, okay. Auf jeden Fall, bye, bye, auf Wiedersehen. Euer Feldo. Tschüss.